Endlich finde ich euch. Tyrael. Ja. Ja, nun. Nun erkenne ich euch. Ihr. Ich hätte wissen müssen, dass ihr verkleidet reist. Sie sehen alles. Ich suche schon lange Zeit nach euch, Marius. Ich dachte schon, ihr wollt nicht gefunden werden. Oh, oh bitte vergebt mir, Tyrael, bitte. Es war nicht meine Schuld. Nicht eure Schuld? Sagt mir, Marius, inwiefern war es nicht eure Schuld? Der Wanderer. Ja, es war. War der Wanderer. Meine Zeit in der Zitadelle schien so lange hier zu sein. Ich suchte Schutz vor meinen Erinnerungen bei anderen Ausgestoßenen in den Bergen jenseits des Osttors. Ich habe tagelang gegen den Schlaf gekämpft. Denn wenn ich träume, kehrten die Erinnerungen zurück. Erinnerungen an das Kloster und das Böse, dem es anheimgefallen war. Träume, Erinnerungen. Ich konnte sie nicht mehr unterscheiden. Diese gebrechliche Gestalt, kaum fähig, ihr eigenes Schwert zu halten, der sengende Schrecken sein, der mich in dieses Versteck einst trieb. Von eigenen Dämonen gejagt, mühsam unter Kontrolle zu halten. Und er verlor den Verstand zu verlieren. Der Schreck, die Zerstörung, das Böse, das ich sah. Wie sonst könnte ich das erklären? Entstammte diese Dämonen meinen Träumen? Oder waren sie in den Mantra geboren worden? Thank you.
Warum war ich ihm gefolgt? Ich weiß es nicht. Warum geschehen Dinge so, wie sie im Traum geschehen? Ich weiß nur, als er lockte, musste ich ihm folgen. Von dieser Stunde an reisten wir gemeinsam. Nach Osten. Stets nach Osten. Moin moin ihr Lümmel und herzlich willkommen zu Diablo 2, der Open Beta, der Multiplayer Open Beta. Wollen wir das Spiel mal austesten? Ich habe es damals sehr, sehr viel gespielt. Erstmal werde ich das Ganze mal ein bisschen runterdrehen. Ruhig, ruhig, ja, ich bin ja auch aufgeregt. Aber ich denke, so wird das gehen. Ja, wir wollen uns die Open Beta angucken. Wir können uns, wenn wir schon mal hier sind, auch einmal die Einstellungen angucken, was man so machen kann. Hier bei Video zum Beispiel. Da gibt es gar nicht so viel. Ne? Sind ja alle so die üblichen Einstellungen, würde ich mal sagen. Und wir haben sogar noch Videoeinstellungen für die alten oder für die alte Grafik. Das lassen wir einfach mal so. Okay. Und damit erstellen wir uns einen neuen Charakter. Wir haben ganze, ich wollte sagen, drei zur Auswahl. Drei wären jetzt ein bisschen wenig gewesen. Eine, die Amazone, die Assassine können wir wahrscheinlich noch nicht. Ne, die Assassine und den Nekromanten können wir gerade nicht. Wir haben den Barbar spielen, den Paladin, die Zauberin und den Druiden. Ich habe tatsächlich vor 20 Jahren, 20 Jahre ist ja schon her, habe ich immer gerne den Paladin gespielt. Viele kennen ihn wahrscheinlich noch, den Hamadin, ne, diesen Bild, den man sich damals gemacht hat. Das habe ich heute tatsächlich alles nicht mehr im Kopf. Wir nehmen einfach mal heute den Druiden. Zeig dir so mit dem Finger auf mich. Kann er seinen eigenen Namen nicht mehr schreiben. Ha. So, und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und gucken uns das Ganze an. Ich werde jetzt einmal die Cam ausmachen, weil wir ja wahrscheinlich gleich die Cutscene sehen werden, die überarbeitete. Es sieht schon ganz geil aus, so, ne? Das, was man jetzt schon sieht. Los geht's. Guten Tag. Ja, da bin ich auch schon wieder. Es gab gar keine Cutscene. Ha! Okay, wir sprechen mit Varev. Seid gegrüßt. Mich überrascht nicht, euresgleichen hier zu sehen. Okay. Viele Abenteurer sind diesen Weg gekommen, seit der jüngste Ärger anfing. Zweifellos habt ihr von der Tragödie gehört, die über Tristram kam. Manche sagen, dass Diablo, der Herr des Schreckens, wieder auf Erden war. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll, aber vor wenigen Wochen kam ein dunkler Wanderer dieses Weges. Er wollte zum Gebirgspass, der vom Kloster der Jägerinnen bewacht wird. Vielleicht ist es Einbildung, aber das Böse scheint ihm auf den Fersen gefolgt zu sein. Der dunkle Wanderer. Seht ihr, kurz nachdem der Wanderer die Klosterpforte passierte, wurde der Pass geschlossen und seltsame Kreaturen suchten das Land heim. Bis es außerhalb des Lagers sicherer ist und die Tore wieder geöffnet werden, bleibe ich mit meiner Karawane hier. Ich hoffe, ich kann nach Lutgolain aufbrechen, ehe der Schatten, der auf Tristram fiel, uns alle verschlingt. Wenn ihr dann noch lebt, nehme ich euch mit. Ihr solltet auch mit Akara sprechen. Sie scheint im Lager das Sagen zu haben. Vielleicht weiß sie mehr. Aha, sie hat also was sagen. Ihr habt vielleicht gesehen, ich habe hier während des Dialogs mehr auf Controller-Steuerung umgestellt. Das möchte ich dann doch ganz gerne ausprobieren. Das ist ja eine der Neuerungen, ne? Und was wir sehen,
Ist jetzt eine wirklich... Ja, sieht schon schick aus, die Grafik, ne? Okay, so laufen wir. Oh, das sieht schon schön aus. Gefällt mir gut. Ich bin sehr gespannt so über die Lichteffekte halt, ne? Gerade wenn viel gezaubert wird und so weiter. Dann geht es mir schon ganz gut zur Sache. Hier haben wir unser Inventar. Okay. Ja, das lässt sich wahrscheinlich mit Controller ein bisschen besser steuern, ne? Hier sind unsere Charakterwerte. Dürfen wir pro Levelaufstieg 5 Punkte immer dazu bekommen, ne? Wenn das noch so ist wie damals. Hoppala. Genau, detaillierte Werte gibt es noch nicht. Unser Questlog. Der Fertigkeitenbaum, ne? Ach, guck mal, so macht man das hier. Gibt es noch so die Shortcuts halt, ne? Für das Stadtportal und so weiter. Das kann man sich hier selber erstellen. Wunderbar. Herbeirufungszauber, genau. Hier können wir Raben, Wolf und hier zum Schluss noch einen Bären. Ich habe tatsächlich immer ganz gerne den Wehrbären gespielt. Ab Stufe 6, okay. Hier den Elementarzauber. Ich weiß nicht, wie das hier ist, wie sie das machen. Ob man sich hier noch so hart verskillen kann wie im Original. Denn da ging das tatsächlich ganz gut. Das war hier noch gut möglich. In Diablo 3 ging das ja nicht mehr. Nee, es ging tatsächlich nicht mehr, ne? Man konnte halt skillen, wie man wollte. Ich weiß noch gar nicht genau, was wir jetzt hier machen wollen. Ich würde sagen, wir gehen wieder auf den Gestaltwandler und werden hier... Ach komm, wir machen den Wolf, oder? Wir machen den Werwolf. So, dann sprechen wir mal mit Akara. Ich bin mal eben ruhig. Ich bin Akara, Hohepriesterin der Schwestern vom verborgenen Auge. Ich heiße euch in unserem Lager willkommen. Fürchte aber, ich kann euch in diesen baufälligen Mauern nur unzulängliche Unterkunft bieten. Seht ihr, unsere uralte Schwesternschaft ist Opfer eines seltsamen Fluches geworden. Die mächtige Zitadelle, wo wir seit Generationen die Pforten zum Osten bewachten, wurde von der bösen Dämonin Andariel verheert. Ich kann es noch nicht glauben, aber sie hat viele unserer Jägerinnen-Schwestern gegen uns aufgebracht und uns aus unserem angestammten Heim vertrieben. Nun sind die letzten Verteidigerinnen der Schwesternschaft entweder tot oder in der Wildnis verstreut. Oh ja. Ich flehe euch an. Bitte, helft uns. Klar. Findet einen Weg, diesen schrecklichen Fluch von uns zu nehmen. Und wir werden euch ewige Treue schwören. Ach ja? Ewige Treue? Ach, Leute. In der Wildnis gibt es einen mächtigen Ort des Bösen. Kundschafter von Kashias Jägerinnen haben mich informiert, dass in einer Höhle in der Nähe Geschöpfe des Schattens und Schrecken von jenseits des Grabes hausen. Ich fürchte, diese Kreaturen... Ja, das wird unsere erste Quest, die Höhle des Bösen. Zusammen. Wenn ihr uns wirklich helfen wollt, findet das dunkle Labyrinth und vernichtet die widerlichen Bestien. Möge das große Auge über euch wachen. Ja, genau, möge es über uns wachen. Okay, das ist unsere erste Quest und die Höhle des Bösen finden und da alles wegmachen. Okay, es gibt immer noch ganz normale Stadtportale, die Folianten und so weiter. Und wir haben, ja gut, wir haben nichts. So, genau. In der Wildnis. Oh ja, das haben wir uns gerade gehört. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal los. Also, es läuft super flüssig. Ich will mal eben. So fängt es also an. Aber da, das war direkt erstmal einen Trank genommen. Okay. Wenn man den rechten Stick reindrückt, dann wechselt man halt von seinem ersten auf sein zweites Waffenset. Was ich machen wollte, war eigentlich die Map einmal einblenden. Das weiß ich aber nicht genau, wie das funktioniert. Das müssen wir mal schauen. Wenn wir mal einmal auf Option gehen. Und gehen rüber. Hoppala, nee, auf Option. Okay, wenn man den Controller erstmal drin hat, mach das mal eben. So, jetzt probieren wir es nochmal. Gameplay. So, wo haben wir denn... Controller. Jo.
Das finden wir noch raus. Also auf dem PC, mit der PC-Steuerung müssen wir eben schauen. Probieren das mal eben. Ja, jetzt ganz normal auf Tab, so wie man das kennt. Okay. Das nervt jetzt ein bisschen. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, wie ich... Jetzt probieren wir das mal aus. Ja, die Steuerung. Doch, fühlt sich ganz gut an. Geht tatsächlich relativ gut. Klar, das Einsammeln und so weiter ist natürlich... Maul halten ist natürlich mit der Maus einfach besser. Da braucht man sich, glaube ich, nicht... Oh, haben wir einen Soundbug? Ja. Schönen Soundbug, okay. Okay, ist nicht schlimm. Ist eine Beta, ne? Das ist alles okay. Ja, was soll ich sagen? Diablo 2, ne? Da war es noch gut. Ha! Gut, Diablo 3 war jetzt nicht schlecht. Aber für mich war das immer so, das kam nie, also wirklich nie an den... Oh, haben wir einen großen Zauber? Wo liegt der jetzt? Oder hat er den eingesammelt automatisch? Hat er tatsächlich automatisch eingesammelt? Halten zum Benutzen, okay. Naja, bisschen Giftschaden. Also, Diablo 3 kam für mich nie an Diablo 2 ran. Es war mir tatsächlich damals einfach zu bunt. Oder ist mir auch jetzt immer noch zu bunt. Und die Atmosphäre, Leute, die ist in Diablo 2 so unglaublich viel besser. Mit der Musik, mit der ganzen Farbgebung und sowas, ne? Auch was viele Leute gar nicht so sehr interessiert, sag ich mal, ne? Aber ich finde die Story tatsächlich auch gar nicht schlecht. Erstmal so. Das ist auch sehr geil, dass er halt das Gold automatisch einsammelt. Einfach beim Rüberlaufen. Das ist auf jeden Fall sehr nett. So, wir können gleich mal schauen, was mit unseren Fertigkeitspunkten ist. Ach, es ist einfach, wieder schön. So, alles wegmachen. So, jetzt gucken wir mal eben. Aha, hier sehen wir das auch, ne? Fertigkeitenbaum. Wir machen mal den Bärbären, haben wir gesagt, ne? So. Und unseren Charakter erhöhen wir mal die Stärke. Ja, wir machen die Stärke. Okay, das ist ein bisschen doof. Man muss immer gedrückt halten, um einen Punkt zu verteilen. Aber gut, ist vielleicht wegen der Sicherheit, ne? So, jetzt müssen wir eben schauen. Wie legen wir uns denn die Fertigkeiten auf die Abkürzung hier? Fertigkeit zuweisen, okay. Ah, okay. Ja, okay. Das ist okay. Dann suchen wir mal weiter die Höhle des Bösen. Ich wollte gerade sagen, muss auch treffen, Bruder. Ach, das sieht schon gut aus. Das sieht schon gut aus. So, jetzt kommt der Papa hier. Die Steuerung ist... Manchmal wirkt es noch ein bisschen schwammig auf mich, tatsächlich. Also wenn, gerade wenn es darum geht, hier die Gegner zu treffen. Die lassen wir jetzt einfach mal. Ich will mal direkt irgendwie zur Höhle. Verfolgen wir erstmal einfach den Weg. Ach, ist das hier schon die richtige Höhle? Zur Höhle des Bösen, genau. Das ist unsere erste Quest. Können wir die auf jeden Fall schon mal erledigen hier. Hier verbirgt sich also das Böse. Mhm, hier also. Genau, hier müssen wir auf der zweiten Ebene noch einen besonderen Zombie irgendwie treffen. Können wir eben reinschauen. Ne, Ausrüstung ist alles Pfeile, ne? Also ich drücke X zum Fallen lassen. Macht aber nicht. Lässt sie nicht fallen. Kann ich die hier irgendwie so wegschmeißen? Nee. Okay. Das ist ein bisschen blöd. Er lässt sie nicht fallen. Ja, so kann man sich auch das Inventar vollmüllen, ne? Okay, schauen wir mal weiter. Also ich bin sehr froh drüber, dass sie vor allen Dingen den Soundtrack nicht angefasst haben. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Also wahrscheinlich nur irgendwie ein bisschen aufgewertet halt, ne? Wir müssen den Schaman zuerst töten. Oder die Schaman, sehe ich gerade, das sind zwei. So, jetzt ist der Rest hier dran. Ja.
Es ist auf jeden Fall ein wenig indirekt mit dem Controller. Ich spiele lieber mit dem Controller eigentlich. Aber jetzt wird so... Ach fuck, da ist noch einer. Gerade wenn man so von Gegnern umgeben ist, fühlt sich das na, noch nicht perfekt an. Gerade im späteren Spiel kann es ja schnell mal dazu kommen, dass man die Kontrolle behalten muss. Ne? Dass man einen gewissen Gegner angreift und andere vielleicht erstmal außen vor lässt. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Das ist nicht optimal bisher. So macht es bisher den Eindruck. Und ich muss mir das unbedingt angucken mit der Map. Ne? Und wieder ein Level aufgestiegen. Wunderbar. So, hier. Ne? Wir sind hier umgeben von Gegnern. Möchten aber, keine Ahnung, lieber irgendeinen anderen treffen. Da kann es schon mal ein bisschen hinderlich sein. Immer erst die Schamanen. Ansonsten das mit den Tränken ist gut zugeordnet, ne? Dass man das aufs Digipad gelegt hat. Tränke nehmen wir uns erstmal mit. Wir mal eben schauen, wie das hier mit unserem... Nee, okay, okay. Naja, fallen lassen tut er es einfach nicht, ne? Okay. Mich würde interessieren, ob er die Tränke automatisch in den Gürtel einräumt. Hätten wir jetzt einen, der mehrere Schächte hat. Ja. Also, Controllersteuerung ist okay. Aber wie gesagt, bei vielen Gegnern, glaube ich, ungünstig. Und ich weiß leider immer noch nicht, wie man das mit der Map macht. Und das mit der Map ist ja schon wichtig. Wer Diablo kennt, der weiß, dass man da auch öfters mal raufguckt auf die Map. So, jetzt müssen wir mich hier mal eben durchprügeln. Ach, gucken wir vorne auch durch. So, erstmal den Schaman. Ah, ein Ring. Den nehmen wir natürlich gerne. So, ihr kleinen Lümmel. Wir müssen sowieso alle Monster hier töten. Deswegen bringt es nichts, wenn wir jetzt aber weitergehen in die nächste Ebene. Ansonsten muss ich auf jeden Fall sagen, dass es toll aussieht, ne? Also das kann man nicht anders sagen. Insoweit es halt geht, ne? Für das Alter. Also werden diese Folge werden wir auf jeden Fall mal mit dem Controller machen und in der nächsten Folge werden wir dann mit der Maus und Tastatur spielen. Also wie gesagt, an sich fühlt sich die Umsetzung gut an. Bei vielen Gegnern nicht gut, weil es dann doch irgendwie ein bisschen nicht direkt genug ist, so. Na, komm. Oh, jetzt, wo ist der andere? Wo ist er hin? Na, komm mal hier mit her. Ja, aber du kannst auch nicht... Ja, ich will doch einfach nur den hauen. So, naja. Ja, das Problem ist, dass er jetzt nichts fallen lässt. Oh, das wollte ich gar nicht. Ha. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. So. Das habe ich ja nicht vermisst. Dieses immer zu mir rankommen, wieder weglaufen. Zu mir rankommen, wieder weglaufen. Dann muss der Papa euch wohl jagen. Komm her, du Lümmel. Ah, es ist einfach schön. So ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich habe damals, das weiß ich noch, hat mein Kumpel mir das damals gezeigt. Wie ist Diablo 2? Ich habe Diablo 1 hatte ich auf der PlayStation ein bisschen gespielt. Von einem Kumpel, das mal mitgebracht hatte. Habe es aber nie großartig verfolgt, so, ne? Ich glaube, ich habe Diablo 1 auch nie durchgespielt. Ich habe es irgendwann später mal nachgeholt, aber nicht durchgespielt halt. Und... was ist da denn? Genau. Und 2000 war es, glaube ich, ne? 2000 oder 2001. Haben den Kumpel, oder war ich beim Kumpel zu Besuch, der hat mir dann Diablo 2 gezeigt und da bin ich direkt verliebt gewesen. Ein unglaublicher Spaß einfach. Zisch ab, Gagator! Und man könnte jetzt natürlich sagen, das ist
ja, für heutige Verhältnisse spielt sieht das halt alles so, oder sieht das auch alles ein bisschen clunky aus und so weiter. Animationen sind halt, ja, alte Animationen. Aber ich sag mal so, das macht die Nostalgie wieder weg. Ich weiß nicht, wie es ist für Leute, die das Spiel das erste Mal anfassen, die vielleicht mit Diablo 3 vielleicht auch angefangen haben und jetzt nochmal in Diablo 2 reingucken. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn euch das so geht. So. Ah, da ist auch dieser besondere Zombie. Ach, hm. So. Den nicht weglaufen lassen hier, sonst suchen wir den gleich wie folgt. So, wir sind eine Stufe aufgestiegen wieder. Ja, ich weiß. Kümmern wir uns aber erstmal um alles andere hier. Ich bin überladen. Mhm. Putenfeuer. Okay, okay. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Na. Ja, auf den Level. So, jetzt können wir uns um den kümmern. Okay. Jetzt müssen wir mal auf die Quest schauen. Ich glaube, wir haben alle erledigt, ne? In der Wildnis gibt es einen Mächt. Noch ein Monster übrig. Das ist das, was ich vorhin meinte halt, ne? Das kann halt schnell mal passieren. So, Inventar lässt sich das automatisch aufräumen. Hat man das gemacht? Aufheben, vergleichen. Sehr schön. Das finde ich sehr gut. So, jetzt würde ich aber gerne das Ding hier fallen lassen. Das geht aber nicht. Kann ich da irgendwas anderes fallen lassen? Nee, es geht auch nicht, ne? Okay. Wir werden uns dann mal eben ein Stadtportal machen. Und werden mal eben schnell fix ein paar Sachen verkaufen. Dann gehen wir nochmal zurück, holen uns den ganzen Kram nochmal wieder. Gehen wir noch eben hier zu der Hexe. Zu Akara. So. Okay, verkaufen geht aber ganz normal. Muss man eben schauen. Vergleichen. Die Keule. Ja, die kann erstmal weg. Die Axt hier. Können wir anlegen. Okay, kann man auch gedrückt halten zum Anlegen direkt. Ja. Achso, wir haben zwei Ringe. Ja, wunderbar. Nehmen wir gleich zwei. Benutzen das auch direkt. Extra Gold. Oh, ist am Anfang okay, ne? Bisschen Geschick und Mana, okay. Das mit dem automatischen Sortieren ist großartig. So, jetzt gehen wir nochmal zurück, sammeln da noch ein bisschen Kram ein und sehen zu, dass wir die Quest vervollständigen. So, den Bogen nehmen wir mit, Stiefel haben wir hier, die Regenerationstränke auf jeden Fall. So, jetzt ist hier wieder ein Monster über. Das müssen wir mal eben suchen. Wieder vor allen Dingen. Ja, das gehört halt auch ein bisschen zu Diablo, ne? Frage ist, wo hängt der rum? Steht wahrscheinlich irgendwo in der Ecke, wie so ein kleiner Gefallener. Da oben? Oder ist das nur eine Fackel? Ist nur eine Fackel. Ja. Die Frage ist jetzt, wo haben wir ihn vergessen, ne? Jetzt können wir die ganze Höhle tatsächlich nochmal ablaufen. Ja, wunderbar. Warum läuft er denn jetzt nicht? Hm, okay. Dann gehen wir die Höhle einmal ab und suchen ihn. Und ich glaube, unsere nächste Quest ist dann tatsächlich schon in Deckard Cain zu retten. Ah, jetzt
Jetzt läuft er wieder. Okay. Ach, da ist er, ne? Ja, ich sag's ja. Ein Gegner. So. Kutschstadt, die können wir mitnehmen. Gibt manchmal ganz gutes Geld. Sind das etwa alle? Ja, Bruder, sind alle. Okay, gehen wir zurück, verkaufen den Kutschstab. Und holen uns unsere Questbelohnung ab. Ich glaube, wir kriegen hier... Können noch mal ein paar Punkte verteilen oder sowas. Da müssen wir sowieso gleich nochmal gucken. So. Ihr habt die Höhle des Bösen gesäubert. Mhm. Ihr habt mein Vertrauen erlangt und gebt mir möglicherweise den Glauben an die Menschheit wieder. Euer das war einfach. Ist die Ausbildung in einer Fertigkeit eurer Wahl. Ach so, genau. Wir kriegen irgendwie das Fertigkeitenbuch, ne? So, wir müssen mal eben zweimal Sachen zu identifizieren. Nicht genügend Geld. Mhm. Dann verkaufen wir den für satte 1500. Deswegen, diese Stäbe, das ist immer ganz gut, ne, zum Verkaufen. So. Können wir den einmal... Ach, guck mal, es gibt auch ein bisschen Geld. Ich liebe einfach diese Musik, Leute. Bin so in love gerade. Ach, das ist immer schön. Ja, okay. Ja, konzentriere dich. Habe ich gekauft und direkt wieder verkauft, ne? Wir haben es ja. So, dann gucken wir uns einmal die Boots an. Ja, sind auf jeden Fall besser als die anderen. Und ich verkaufe sie direkt. Oh. Okay. Ist nicht schlimm, ne? Kaufe ich jetzt natürlich nicht zurück. Das lohnt sich hier am Anfang noch nicht. Seid gegrüßt. Zurücksetzen. Ne? Das lassen wir mal. So. Hallo. Hallo. Kashia, das wird dann unsere zweite Quest. Und da werden wir, ich glaube, jetzt kommt Blutrabe, müssen wir töten. Leute, das machen wir aber in der nächsten Folge. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.